So, na, hallo und herzlich willkommen zurück. Was haben wir denn hier noch für Kanonen? Impro-Gewehr. 38er, 45er. Es muss doch eine Möglichkeit. Ah, da ist es. Na. Hallo. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Okay. Na komm, Kleiner. Ja. Was, wenn ich den Fluss hier umleite? Dann leite mal. Meyerlerks. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt mitgewonnen sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter wissen. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Dankeschön. Oh, da ist er. Hä? Cambridge Polymer Labs, der Weltmarktführer bei kommerziellen Kunststoffen. Wo kommt der? Hä? Na, wie machen wir die Punkte? Wie teilen wir die? Und da drauf. So, was machen wir jetzt? 10 mm Kanone. Warte mal. Ach so, deswegen. So, muss man denn hinten gleich mal her, ja. Karte. Halt. Wir machen Diamond City zuerst. Ah ne, ist noch zu weit, wa? Es ist noch zu weit. Ah ne, da machen wir mal erstmal. Das ist ja gleich in der Nähe, genau. Ab hier lang. Und das? Hä? Was kann man hier rein? Leere Milchflasche, schicke Haarbürste. Dickes Wasser, Kombi-Schraubenschlüssel. Ja, die ist leer. Das ist doch. Ja, dann gucken wir mal schnell nach den anderen Hütten nach. Das ist ja noch hier. Ja, ich hab's ja schon gezockt, also. Deswegen weiß ich ja, dass hier nachher noch Reiter sind. Der arme Kerl, glaube ich, tot ist nachher. Boah, der ging Zaun laufen. Na, hier ist er ja auch nicht. Junge. Na, dann gehen wir noch zu die Tempel. Zu die Siedler da, wo der uns hingeschickt hat.
Ich hasse es, ich habe nichts gegen die Verstrahlung. Oder habe ich da irgendwas? Glaube nicht. Was? Oh, Militäruniform. Was soll das hat hier? Ah, ich habe den linken Arm noch von der Powerrüstung drinne. Nein, ich klopf's ja nicht. Nee. Na, hier kommen wir natürlich nicht hoch. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Aha, die. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Keine Sorge, ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss ich mal... Jetzt habe ich die 10mm Kanone nicht. Sorry, wenn ihr das Niesen gehört habt, aber... Impro-Pistole... Macht 16. Das Gewehr macht 24. Hat aber ein anderes... Impro-Revolver, okay. So, wo lang? Da lang. Auf Hündchen, auf ins Gefecht. Und wo sind wir da eigentlich? Ah! Da sind wir schon fast in die richtige Richtung. Wenn ihr das Spiel zocken nut. Schön viel Geld immer sammeln. Dann gibt es nämlich auch nur gut. Die auf gut Glück knarre. Oh! Gar nicht gesehen! Boah, die halten endlich voll aus, ey. In den Arsch. Dogmeat. Gar nicht gesehen in dem Video. Naja. Können wir mal kochen. Mal gucken. Ach, hier ist er hingefallen. Gott, nee. Du hast jetzt gar nicht gesehen. Ist so getarnt gewesen. Oh, was ist denn? Jetzt habe ich mich erschreckt hier. Ey. Gibt's doch wohl nicht. Schreck mich doch nicht mal so.
Kann man ja bei der Resident Evil zocken hier noch. Gucken wir mal, wo wir auf die Straße hinkommen. Was denn jetzt? Kleine Scheißviech. Die Räder mache ich später. Ich will jetzt mal gucken. Müsste so gehen, dass man das in einem Polizeirevier noch vorbeikommt hier. Wieso sind die jetzt eingestellt? Keine Ahnung. So. Heute wird die Folge ein bisschen kürzer. Eine Karawane! Eine Karawane! Ich hab eine Karawane. Die sitzen da oder was? Habt ihr den Händler hier irgendwo? Ich hab keinen Händler, wa? Wer ist das? Du besuchst Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, bewaffnete die rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Ich möchte es besuchen. Da du zum ersten Mal hier bist, musst du etwas wissen. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Kann nicht schaden, vorsichtig zu sein. Man tut, was man tun muss. Willst du den Test ablegen? Wenn du bestehst, lasse ich dich rein. Kein Problem. Gut. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Ich glaube, der meint da. Du musst nur Platz nehmen. Los geht's. Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Tja, wenn er das machen würde, gäbe es eine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität. Ja. Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Ich behandle die infizierte Fläche so gut wie möglich. Du hast medizinische Vorkenntnisse. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich, besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Ich umarme den Jungen und sage ihm, dass alles wieder gut wird. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Pitcher. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du?
schütte ihr meinen Tee ins Gesicht. Natürlich. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Ich verschwinde und lasse ihn verrotten. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein, du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Ich nehme ein Antimutagenmittel. Außer Acht lassen möglicher... Ja, ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognack der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ich tausche es gegen eins meiner Comichefte ein. Hm. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist. Und? Hm. Ich löse die Schrauben am Wasserrohr. Wenn er sich die Hände waschen will, gibt's eine Überraschung. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Mein Gott, sind wir gut. Und dann machen wir oft das Ding. Mal sehen, was das ist. Na hopp. Schneller. Willkommen in Covenant. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Gar nicht mal so schlecht. Vor kurzem kam eine Karawane. Die haben für den alten Stockton gearbeitet. Du hast sie gesehen, oder? Ich hab doch schon. Also, mit diesen Eindrücken lasse ich euch alleine. Das war's erstmal von diesem Part. Wünsche euch viel Spaß. Haut rein und tschüss.